Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Marvel's Frontier. So, in der letzten Folge haben wir hier oben einen Wolfsbau weggekloppelt und jetzt Baumenü, Ressourcen, Goldmine. Oh, da passt genau eine, wa? Aber wirklich genau. Und die passt genau so hin. So. Hat die keinen? Ne, die hat keinen. Und so macht die ein Dreier und das würde ich sagen, das machen wir auch. Also, da kommt eine Goldmine hin. Oh, da oben könnte man nochmal eine Eisenmine draufklatschen. Sieh, jetzt war es ungültige Geländeplatzierung. Was soll denn das heißen? Ich glaube, es hackt. Hier. Ja, da. Oh, das sind zwei. Hier sind es drei. Ja, dann würde ich doch sagen, wir hauen die da auch hin, oder? Zack, 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 zack. So, haben wir. Habe ich natürlich keine Ahnung, wo der Pfeil hingeht, wenn da ein Pfeil ist. Und dann Mauern und Straßen. Im schlimmsten Fall kriegen wir jetzt hier nur sowas. Hallo, können wir mal? Können wir nicht? Warum können wir das nicht? Können wir das hier? Hier können wir das. So. Einmal hier hin, einmal hier hin. Und dann, alter Schwede, bis hier runter irgendwo geht das? Keine Chance. Hier hin, yo. Hier irgendwo, nee. Ja, komm schon, sei doch nicht so. Okay, das ist alles zu steil. Okay, ja, aber wenn das zu steil ist, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Dann wissen wir wenigstens, wie wir es ändern können. Das bedeutet, wir gehen mal hier hin, dann auf Gelände einebnen, dann auf die Höhe und dann gucken wir mal, ob wir so vielleicht irgendwie Chancen haben, da dann ein bisschen was runterzubringen, weil hier sieht natürlich schon so aus, als wäre... Oh, sieht man das jetzt? Ja, man sieht das jetzt optisch auf den Dingern drauf. Das ist ja cool. Hier ist, da liegt da auch kein Gold rum. Tatsache. Ja, man kann das also schon an den Bergen erkennen. So, hier hin, dann Ressource abbauen natürlich, hier auch. So, sehr schön. Dann haben wir das, da haben wir immer noch das Rattenproblem. Da halten wir einen Rattenfänger drin, aber der sagt, er hat keinen Bock nicht, er will das nicht. Lager, dieses Lager ist leer. Ich hoffe, dass alle Lager von den Rattenfängern leer sind. Ich hoffe nicht, dass sich die da Andenken aufheben. Das wäre schon ein bisschen achtkrank. Wie sieht es hier aus? Ja, da die Kühe. Die Kühe machen hier ihre Geschäfte. So muss das sein. So, da wird umgegeistert. Da wird nochmal gespeichert. Jetzt geht es gleich in den Winter hinein und das finde ich tatsächlich relativ bescheiden. Ja, und zwar wirklich sehr, sehr bescheiden. Ja. Okay, also jetzt hat man es wohl einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Das hat ein Problem. Nahrungsvorräte sind knapp. Das ist so wohl wahr. Okay. Ja, der hat noch Lager, aber das ist halt auch letzten Jahr produziert. 350. Yeah. Was machst du? Was hast du im letzten Jahr produziert? Du hast gar nichts produziert. Warum eigentlich nicht? Why? Du hast 50 von 160 im Lager und du hast Felle produziert. Nee, du hast Felle im Lager. So, melken. Ja. Geburtenrate ein Jahr. Milchproduktion 99. Futterqualität. Okay. Okay. Gut. Wobei ich ja tatsächlich gerade überlegen bin, ob ich nicht einen zweiten von dem baue. Tatsächlich am überlegen, ob ich einfach einen zweiten von denen baue. Daneben hin dann Herde aufdröseln.
Ja? Und dann hoffen. Aber die Futtervorräte reichen ja nicht mal für einen davon. Also, was willst du machen? Hier, schöne Felder vor der Stadt kannst du auch irgendwie nicht anlegen, weil vor der Stadt haben wir nichts, wo wir Felder machen können. Mach mal den hier. Nee, schaut euch das an. Das ist ja alles... Ja. Ja, alle Steppe. Das ist ja alle Steppe. Da kannst du ja nicht, ne? Da kannst du hier erstmal die Kühe 10 Jahre drauf weiden lassen. Hm. Und dann hast du hier noch genug Schiss liegen, um... ne? Ja, komm. Hacken klein. Bitte. Hacke bitte. Aber wo will der jetzt hin? Weg. Okay. Dann renn um dein Leben. Wobei das natürlich auch eine echte Idee wäre. Ja? Wir stellen die Gebäude hier hin. Ja? Wir stellen die Gebäude hier hin und dann schicken wir die zum Grasen da raus. Das wäre natürlich auch eine Option, ne? Das Vieh ist hungrig und hat nichts gefressen. Ja, das ist scheiße. Das ist kacke. Aber da, schaut mal. Oh, da springen kleine Kälber rum. Was? Das ist kein Bär. Das ist auch kein Bär. Naja. Okay. So. Lass mal gucken. Wir gehen mal hier hin, dann gehen wir auf Nahrungsproduktion, dann gehen wir auf die... Wo ist sie? Die ganz oben noch mit dabei? Nee. Jägerhütte, Windmühle, Bäckerei, Scheune, da ist. So. Wenn wir diese Scheune jetzt nehmen und sagen, wir stellen diese Scheune hier hin. Dann betrifft es dieses Haus. Und wenn wir sie da hinstellen, betrifft es gar kein Haus. Hier auch nicht. Also würde ich sagen, wir stellen diese Scheune hier hin. Das können die dann auch bauen. Das stört ja nicht im... Nicht so wirklich richtig, ne? So, jetzt haben wir ein Neujahr. Warum? Warum? Du wirst von 2 Stück wirst du... Hey, diese Rattenpopulation. Population, ja. Ja, genau. Population. Das ist ja ekelhaft. So, wir machen noch mal einen schneller. Wie sieht's denn aus? Holz haben wir, Brennholz haben wir, Stein haben wir, Ton haben wir. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Jolt. Ne? Das ist das Einzige, was wir nicht haben zum Niederschmeißen. Wie sieht's hier aus? Sieht gut aus. Das ist wie so ein Arbeitslager. Alle rein da. Dann hier runter. Dann, wo ist sie? Da ist sie. Und jetzt machen wir natürlich halbe halbe. Ne? Also so 5-5. So würde ich sagen, kann man das machen. Ja, alle sind voll angefressen, weil kein Theater. Aber wenn kein Gold, dann kein Theater. Also mach Gold, damit wir Theater haben. Hm? So, hier läuft auch einigermaßen. Wie sieht es hier aus in unserem unglaublich geilen Sägewerk? Ja, da wird schon ein bisschen was gemacht. So, da ist ein Händler. Da ist ein Händler. Bitte hierhin schon mal für 17. Ja, das ist okay. Zack, alles weg. Hau raus. Also, hat sich doch schon gelohnt. Hm. Gegenstände verkaufen, haben wir gemacht. Bretter verkaufen wir keine. Golderz verkaufen wir übrigens auch keins. Ja. Schon gar nicht zu so beschissenen Preisen. Nope. So, dann können wir hier nochmal, ich würde sagen, ja, gute 26 können wir nochmal reinklatschen. Hep. Mache er. Sehr gut, da ist schon wieder Ratte. Ich habe nur keine Ahnung, weshalb, weil... Der hängt ja eigentlich mitten in dem mit drin, ne? Das ist der, aber da sagt er, da habe ich keinen Bock drauf. Das brauche ich nicht, das habe ich nicht nötig. Offensichtlich. Hier läuft das so und hier läuft das gar nicht.
Ich würde sagen, meine lieben Freunde, hier, kommt doch mal her. Wir wollen nicht Steine. Doch, wir wollen Steine und so. Zack. Einfach hier alles weg. Wie gesagt, wo der Mensch ist, stirbt der Wald. Also. Weg mit dem. Weg mit dem Dreckswald, den braucht keiner. So. Wir brauchen Holz. Bäume wachsen von alleine nach. Apropos wachsen von alleine nach. Wie sieht's denn hier aus? Ist hier was getan worden? Sieht es so aus, als käme ich da jetzt mit einer Straße hoch? Ich glaub's ja nicht. So, hier, okay. Gibt's da irgendwie einen Weg runter? Da gibt's einen fliegenden, feuchten Furz runter, sagt er, ne? Ja. Ja, sagt er, da gibt's gar nichts. Hier nach oben vielleicht, Annett. Hier rum, hier rüber, hier. Ne, irgendwie da vielleicht an der Seite hoch. Schauen wir mal. Hierher. Keine Chance, wa? Aber ja. Ey. Das mit dem Planieren ist natürlich auch noch ein bisschen seltsam geregelt, ja, das muss man jetzt fairerweise vielleicht aussagen. Dass das alles ja nicht so einfach ist, wa? Hier, verdammt, Gebäude steht in Flammen. Welches Gebäude steht in Flammen? Ist es wieder ein Brunnen? Natürlich nicht, es ist natürlich ein Räucherer. Die Räucherei steht in Flammen, da ist ein Brunnen daneben, ne, da ist auch ein See daneben, ja, bitte einfach. Einfach mal, Wasser holen und, so. 11 Bewohner haben die Schule abgeschlossen, das ist sehr gut. Für dich gibt's keine Pfeile, oder was? Bin mir aber sicher, dass wir hier Pfeile drin haben. Und zwar 1173, also da sind schon ein paar drin. So, wie sieht's hier aus? Da sind jetzt 2 Trader, da haben wir... Aua. 6 ist halt auch nicht die Welt, ne? Obwohl, komm, pfeift der Hund drauf. Hier, mach. Für 3 Riesen holen wir uns das jetzt. Machen wir, zack, dann gehen wir hier auf den Goldtransfer und dann sagen wir hier 1897 Confirm. 3001 drin. Sehr schön. Lass doch mal laufen. Jetzt haben wir da wieder ein bisschen Geld drin. So, wie sieht es hier aus? Da haben wir auch noch. Da können wir mal bitte diesen hier. Bitte hier drauf. Was ist das? Das wäre nochmal so ein Rübenkeller. Möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Gibt hier noch irgendwas, was wir großartig verkaufen könnten? Nicht an den. Ja, die neuen Leute nehmen wir auf. Komm. Pack sie rein. Wie sieht es bei dir aus? Bei dir könnten wir Sand verkaufen. Oh, bei dir können wir Klamotten verkaufen. Ja, verkauf mal 15 Klamotten. Komm, hopp, hopp. Bestätige er. Jawohl. Ja, das können wir bei dem einkaufen. Das können wir aber auch an niemanden verkaufen. Da gucken wir mal, wie lange das dauert, bis das dann da ist. Wahrscheinlich ewige Zeiten. Warum auch nicht. Und da ist er auch weg. Ne? Ja, das wäre gewesen. Da sind 11 drinne. Jetzt waren 15 drin. Zack, weg damit. Wieder ein paar Geld, 55 gemacht, wa? So, da haben wir das, da haben wir das. Und jetzt gucken wir mal. Ja, die Kühe haben ihre Arbeit schon ganz gut gemacht. Da drüben. So, Set Grazing. Und ich würde sagen, dieses Grasen setzen wir hier hin. Da sollen die grasen. Und ich würde sagen, hier, da werden wir die Herde mal ein klein bisschen. Ich würde sagen, wir machen das so. Halbe bestätigen. Das ist richtig. Ich hätte das gerne da drin. Konfirme er und ich würde das gerne
Ach, da fehlen uns noch Bretter. Okay, ja, wenn uns da noch Bretter fehlen, können wir das natürlich noch nicht machen. Aber irgendwann haben wir die ja. Weil natürlich die Frage ist, ob wir das Grasen von denen nicht auch einfach darüber setzen wollen. Das wäre natürlich auch... Ja, wäre ja natürlich auch noch eine... Zack, bitte hier. Da ist auch nur einer drin. Ja, da ist auch nur einer drin. Denn das hier? Ach, da wird das Grasen ausgesetzt. Okay, ja, nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Aber ich werde dieses Grasen von da trotzdem nochmal umsetzen. Ja, ich will das nicht da oben haben. Ich will das hier drüben haben. Hier. Da sollt ihr grasen, da sollt ihr hinkacken, da sollt ihr das schön machen. Ja. Und gut und alles und hast du nicht gesehen. So. Wie sieht es hier eigentlich aus? Kann man das irgendwann aufwerten? Das kann man nicht aufwerten. Da kann man nur einfach irgendwann einen zweiten bauen. Okay, wie sieht es hier hinten aus? Gibt es hier irgendwo größere Häuser? Nein, alles nur Heimstätten. Ne? Jo, alles nur Heimstätten. Hier nicht mal das, hier nur Hütten. Und dafür brauchen wir große Häuser. Die kriegen wir bei 65 schön, aber ich weiß nicht, wie man schön... Oh, guck mal hier. Oh, wir können den Markt verbessern. Das ist sehr cool. Aber wenn wir einen Markt verbessern, dann verbessern wir unseren ersten Markt. Den hier. Yo, hau rein. Mach. Gib ihm. Sehr schön. Sehr schön. Hier ist natürlich, ne, also... Oh, was wir da nachsanden müssten. Alter Schwede, hier, ah, hier ist gut. Also für Getreide geht. Für Karotten müssten wir sanden. Nein, möchte nicht entfernen. So. Das hier. Ach, wir haben Fruchtbarkeitsdings noch aktiviert. Jetzt hat das Overlay. Menschens Kinder, der Kerl, ne? Ganz schlimm. Beim Jäger fehlt Essen. Also seid mir nicht böse, aber wenn beim Jäger Essen fehlt, dann läuft da irgendwas ganz gehörig schief. Wir werden jetzt auch tauschen. Wir werden den hier hinsetzen. Richtig, genau da drauf. Und dann werden wir den nehmen. Und den werden wir jetzt dahinter setzen. So würde ich sagen. Ich glaube, da kriegen wir ganz gut. Ja, nee, wir hocken den da drauf. Das passt. Sehr gut. Hier fehlen Fässer. Da können gar keine Fässer fehlen, weil der kriegt keine. So, da haben wir das. Wo war denn dieses Ding mit dem Doppeljagdgebiet? Hier hinten war das, ne? So weit weg. Das ist halt wirklich so weit weg. Ja, Nahrungsvorräte knapp, das ist mir schon. Das ist mir schon klar. Ich hätte hier gern Herdengröße, also mehr als 10 werden das nicht. 10 Stück Rädchen. Dankeschön. So, warum sind da keine Kühe? Ich habe doch hier. Okay. Wo sind es die verdammten Kühe? Wo habt ihr die hin? Man zeige mir meine Kühe. Meine Kühe sind nicht da. Warum sind meine Kühe nicht da? Das finde ich nicht gut. Hm. Naja. Okay. Hilft halt nicht. Apropos. Wow. Schau dir das an. Das sieht. Wow. Okay, da gleich jetzt weiter Marktarbeiter rein. Oh, da sind jetzt auch hier. Guck mal, da sind auch Fässer drauf. Hammermäßig. Und im letzten Jahr hat der 52 Gold hat der produziert. Was hat der produziert? 202 Gold. Okay, wir verbessern den auch noch. Was hast du produziert? 204. Verbessert auch jenen. Jetzt haben wir alle Märkte verbessert, haben kein Geld mehr, oder? Ja, doch, ein bisschen. Ein bisschen ist noch. Ein ganz kleines bisschen, ne? So, hier rum
hier rüber. Wenn ich nicht ständig Zeug mit Geld, mit Gold bauen würde, dann wäre das wahrscheinlich auch alles kein Problem. Einfach nur, weil wir sehen wollen, was aus dem Jäger wird, oder? Und der ist draußen, der ist ein Stück weiter weg. Das kann man dann. Ja. Jäger, zeige dich, wie wirst du, wenn du aufgewertet bist? Da wird gearbeitet. Nee, das ist der Schutzmann, oder? Ja. Weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Oh mein Gott, habt ihr den riesen Unfall gesehen? Schnell, Leute, kommt alle her. Ja. Warum wird da jetzt irgendwann mal gearbeitet? Ja, da ist wieder einer an Typhus erkrankt. Ich weiß, wahrscheinlich kann man das über Essen regeln. Traue ich mich ja schon fast wetten, dass man das übers Futter... Ja, Lebensmittelvergiftung. Warum haben wir immer noch Ratten? Wir haben 3 Rattenfänger jetzt gebaut. Ne? Also wenn wir jetzt noch Ratten haben, dann läuft hier mal irgendwas ganz gehörig schief. Okay, die Bretter sind schon mal drin, fehlt nur noch Eisen und Gold. Schicke. Schon schick. Dorfbewohner geheilt. Auch gut. Wie sieht's denn eigentlich aus mit unserer Produktion? Also so generell. Protein, Getreide. Produziert, Verbrauch. Okay, also tatsächlich Fleisch bräuchten wir jetzt nicht. Wenn, dann müssten wir uns irgendwie über Getreide. Getreide und Milchprodukte. Das wären so unsere Dinge, die wir bräuchten, wa? Lass mal gucken. Da sieht eigentlich an sich ganz anständig aus. Wie sieht hier aus? Nicht genug Bretter. Nicht ausreichend Bretter. Nein, nichts Attraktivität. Hier macht das aus. Dankeschön. Apropos nicht genügend Bretter. Wieso, Sägemühle? Wieso? Du hast eine Produktion, eine Arbeitsrate von 97%. Sollen wir da noch eine bauen? Einfach, weil wir offensichtlich Bretter brauchen zum Brotschmeißen? Ich weiß es nicht. Wie sieht's denn hier aus? Ist da überhaupt noch ein Ertrag drin? Schwierig, ich glaube nicht. Aber wir haben doch vorher, als wir die Dinger da verfolgt haben, haben wir doch... Oh, schaut mal, da ist auch noch mal Gold. Haha. Ich wusste doch, wir haben schon mal irgendwo eins gefunden. Hier. Aber da müssten wir den gesamten Außenbereich noch mal bauen. Okay. War Raubtier gesichtet. Wo? Hier. Lauf! Helf dir! Ja, danke. Zack. Na, jetzt keine Böcke mehr. Hier hinter mit euch. Hopp. Hier hinter mit euch. Alle, die ich angewählt habe. So, hier hinter, zack, auf den Wolfsbau drauf. Geht gar nicht. Haut sie kaputt. So, dann haut erstmal den kaputt, zack. Dann macht er den kaputt und dann klopft er den da unten auch noch weg. Wenn ihr eh schon da seid, danke. Sonst noch irgendwo einer? Nein. Sehr gut, dann darf jetzt wieder 4 Nutztiere geboren. Schaut euch das an, so muss das. Jawoll, ja. Was habe ich gerade gesehen? Ich dachte gerade, Gottes Willen. Jährliche Steuern eingenommen. Wie viele? 1595, okay. Soll ich euch was sagen? Ich befürchte, wir brauchen eine Sache. Ja, ich glaube, das bekommen nicht mehr drumherum. Lager, da ist sie. Ich befürchte, wir benötigen sie und deswegen werden wir sie bauen. So.
halt, ich will die drei Tore hinten sehen, hier hin. Und da. Baus dahin, wir wollen die Schatzkammer. Wir brauchen sie. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo da jedes Mal die Kohle hingeht. So. Dieses Ding ist leer. Oder sehe ich das richtig? Im letzten Jahr produziert 0. Im Lager 17. Wir benötigen mehr Sand. Muss ich jetzt wirklich dahinter? Nee, oder? Echt nirgends mehr Sand sonst? Erzähl doch nichts. Komm, muss doch viel näher noch was dran sein. Viel, viel näher. Ich möchte das nicht. Bist du? Oh, Kohle. Oh. Okay, da gibt es Kohle, da gibt es Fisch, da gibt es Rehe. Was es nicht gibt, ist Sand. Wow. 36 Plünderer. Ja, Prost Mahlzeit. Die Herrschaften. Ab ins Zentrum. Auf geht's. Alter, von hinten, weißt du, mit. Ah. Ja, schön drauf. Immer schön drauf. Gebt ihnen. Ja. Mehr Pfeile, mehr Hagel, mehr tötet sie. Wieso? Wieso hört der irgendwann auf zu schießen? Boah, der hört gar nicht auf. Okay, wir haben das. Okay, jetzt gehen die da durch. Gehen die dahinter. Natürlich gehen sie nicht auf die Seite, auf die sie gehören würden. Natürlich nicht, weil warum auch? So, wenn ich jetzt da hier, du. Ihr beiden, ihr seid ja theoretisch bewaffnet auch, ne? So, wenn die jetzt den niederhacken, fallen dann da die Leute raus. Eiskalt. Aber die mähen die natürlich sofort nieder, ne? Ja. Ganz klar. Zwei Dorfbewohner erschlagen. Und jetzt aber komm, hopp, 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 schön drauf auf die Plünderer. Hopp. Ja. Sehr gut. Dorf wird angegriffen. Was? 10 Dorfbewohner werden angegriffen, wo denn? Hier zum Beispiel. Verdammte Akt. Und natürlich im Frühjahr, wenn die Händler da sind, ne? Klar. Damit sich die nicht sicher fühlen. Das sind 11. Oh, den habe ich wohl. Den habe ich wohl übersehen. Da gibt es Möbel, da gibt es Konserve, da gibt es. Okay. Ja, nein. Okay, dann haben wir da wohl Pech gehabt. Pech damit. Sind die Plünderer noch da oder laufen die gerade um ihr Leben? Ich weiß es nicht. Wo sind die denn? Dorfbewohner geht es schlechter. Welchem Dorfbewohner geht es denn schlechter? Ach, dem Arzt. Schlissene Bögen. Ja, wir lassen sie mal raus in der Hoffnung, dass keiner mehr da ist. Guckt euch das. Rebuild. 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 Okay, es hilft nichts. Wir benötigen wohl langsam eine Kaserne. Dorf wurde geplündert. Was haben sie? Sie haben keine Gegenstände rausgekriegt, weil wir 22 Plünderer getötet haben. Wow. Raubtier? Jo, Raubtier. Okay. So. Da haben wir das, da haben wir dieses, da haben wir jenes, da haben wir welches. Dann Baumenü, Annehmlichkeiten, Bullshit, Verteidigungsanlagen,
Richtig. Kaserne, monatliche Kosten 8. Sorry, aber scheiß der Hund. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ich würde sagen, wir bauen es hier hin. Oder? Ja, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.